Der Hauptaspekt ist der volkswirtschaftliche Nutzen, den man mit den erheblichen Investitionen erreicht. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten, entweder linksrheinisch, dann muss man einen großen Tunnel, unter den langen Tunnel unter dem Rhein durchbauen. Man muss eine zweite Rheinquerung machen, das heißt, es wird besonders teuer. Und man hat aber nicht die Möglichkeit, direkt den Rangierbahnhof Mannheim anzubinden und auch nicht den Hauptbahnhof Mannheim, was wir vorgeschlagen haben, sodass der volkswirtschaftliche Nutzen eigentlich für die rechtsrheinischen Varianten viel besser ist, weil da die Anbindung möglich ist.